seconds remaining. Reserve time. Jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir zurück in der ESL Thinkfast Razor League. Im Halbfinale zwischen Tiny Tim, Tiny Team, und Northern Lions. Gehört, das letzte Spiel von Lions war wohl ein ziemliches Blutbad. Spannend. TT war nicht Blutbad, aber es war doch sehr einseitig. Teilweise, ja. Aber es lag im Powerblade, der ist jetzt gebannt. Daher bin ich gespannt, wie das dann hier jetzt ausgeht. Tiny Team gehen mit einer Void-Lich-Kombo. Wohingegen Northern Lions mit Skyrath Mage Wraith King gegenhalten. Was wahrscheinlich tatsächlich am sinnvollsten ist. Da, wie gesagt, Wraith King in der sehr stark, weil er steht halt wieder auf. Ich gehe mal sehr stark vom Wraith King Carry hier aus. Aber das kann sich... Ah, jetzt funktioniert das eine Ding. Ja, das neue Game funktioniert, immerhin. Von daher, jetzt mit Nosgate, ich werde mir mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Oder ob das zu stark abschwingt, wie das so ist. Mal schauen. Morphling wird gebannt, neben ja, Razor und so. Viper ist noch drin. Und noch ganz viele andere Kombos für die Chrono. Daher muss Lions sich jetzt entscheiden, was sie am meisten raushaben wollen. Denn in so eine Chrono kann man ziemlich viele sinnvolle Dinge reinwerfen. Und es ist schwierig, da alles rauszunehmen. So was wie ein Witch Doctor, Sand King. Obelus, okay, ist gebannt. Aber da ist noch einiges da. Legion Commander. Als letzter Pick von Northern Lions. Als letzter Bann. Endlich. Haben sie doch sehr, sehr viel Zeit gelassen mit dem Bann. Legion Commander und Tiny Tim Bann. Weiß ich nicht, da sind viel drin. Sowas wie Ancient Apparition könnte man bannen. Könnten sie aber auch selber picken. Also jetzt ist Ancient Apparition mit dem Lied zusammen nicht so toll. Okay. Der Assassin wird gebannt, ja, und die AA wird direkt gebannt, wobei ich tatsächlich nicht sicher bin. Ja, in die Chrono reinschießen ist cool. Ja, einen Stun danach zu haben ist auch schon cool. Aber irgendwie Laning Stage mäßig ist es halt mit dem Licht zusammen nicht so dolle, weil, naja, du wirst nicht aggressiv werden. Tidehunter, sehr guter Pick auch gegen Void. Silencer gegen sogar, Void Silencer ist das Böse. Im Prinzip kann der Silencer alles unterbrechen und Void kann halt danach die Krone machen. Außerdem kann er halt das Silence machen, um den Void zu ermöglichen, Chrono aufrechtzuerhalten. Könnte eine böse Kombo werden, muss aber auch erstmal richtig funktionieren. Ist mal so zu sagen. Bisschen anpassen. Okay, Northern Lions. Ich frage mich halt immer noch, also es ist schon eine gute Kombo und so. Und es ist halt, wie weit wollen Tiny Tim das jetzt auf die Chrono setzen? Also wollen sie die Chrono nur so als Ding haben und haben trotzdem noch ein sehr starkes Lineup drumherum? Oder konzentrieren sie halt voll auf die Chrono? Witch Doctor Ulti und Sand King und alles halt so. Es ist halt... Es gibt das Problem, dass wenn die Chrono daneben sitzt, dass der Teamfight dann vorbei ist und sie sich zurückziehen müssen. Oder wenn der Chrono halt für ein Solo-Kill benutzt wird, dass es halt dann nichts mehr übrig ist.
Queen of Pain sehen wir hier mal von Alliance. Sehr, sehr selten gesehen. Aber. Ah, excited. Mal gucken, wie sie funktionieren. Und wieder der Ogre-Magier von Tiny Tim. Scheinen ihn wohl zu mögen. Beziehungsweise haben da wohl einen Hero, der. Einen Mitspieler, der sehr, sehr gut ist. Sachen, die Random Gods anbieten. Linksband von Tiny Tim. Okay. Mirana für Northern Alliance. Und zu guter Letzt, Tiny Tim wird vielleicht noch was für die Mitte picken. Dass der Silencer Carry ist. Der Silencer wird wahrscheinlich Mitte sein. Wenn sie es nicht vermeiden können. Und Zeus! Oh. Okay. Okay, das wird interessant. Aber erstmal wird das hier ein Remake. Denn ein Caster hat vergessen reinzugehen. Daher wird man gerade was alle gepickt haben, dann geht's hier raus und dann sehen wir weiter. Wahrscheinlich gehen die schon vorher raus. Ne, ich war trotzdem sehen kann. Sind schon disconnected, aber auch wieder reconnected. Von daher keine Disconnects. Sind ab. Dann dauert es jetzt noch ein bisschen. Die Leute da alle wieder reinfinden. Ging dann doch schnell. Ein Remake, aber naja, sollte eigentlich auch so der Fall sein, ne? Oh, pick. Queen of dann, ob irgendjemand Terrorblade pickt. Aber sollte nicht der Fall sein. Gut, für die Neuen, die hier dazugestoßen, also die das Spiel in-game, das Replay gucken, haben hier ein Remake gemacht, weil noch ein Wasser gefehlt hat und sind in der Halbfinale des ESL Think Fast Razor des Cups, ja, nein, der Liga. Zwar aber erst in den ersten Qualifiers von 4. Sky-Rath Mage, so, alle da, ja. Das sind cool Leute. Entsprechend. Ist dann jetzt wieder ins einzige, ins echte Spiel. ...15 Sekunden noch. Weil irgendwie nicht alle Alt und Enter drücken. Dieses bisschen Zeit haben wir. So, jetzt ist alles korrekt, jetzt geht es los. Wir haben auf der Seite von den N-Lions, auf der Radiant-Seite, haben wir CA auf dem Tidehunter, der auf die Solo-Lane geht. Offline nicht sicher, weil er geht auch, scheint wohl eine Aggressive-Lane zu sein, mit
einem sehr langen Namen und dem Skyrath Mage. Ingman auf dem Irana, Evasion wird den Wraith King spielen, der das Ganze supportet. Irana carried das Ganze. Und Dubsai, Dubsi, Dubsai, auf der Queen of Pain mit einem relativ guten Set. First Shade of Anguish. Auf der Seite von TT haben wir Murmot auf dem Lich, Plays auf dem Faceless Void, der mal kurz in den Rauschnei reinguckt. Ping, ganz viele Pings kommen runter. The Best auf der Ogre Magier, Zeus in der Mitte von Revan Sergei und oben alleine bisher noch der Silencer, gespielt von Nanika. Tja, also es wird auf jeden Fall eine Trap hier oben von den Lions. Darauf hoffen, dass der Silence ein bisschen nach vorne geht. So viel Block ist bisher noch nicht passiert. Jetzt damit anfangen. Allerdings, die Mirana ist auch schon am Blocken, hat auch relativ gute Blocks hinbekommen. Wir werden sehen. Ja, das ist noch kein hundertprozentiger Kill. Aber das könnte es sein. XP-Range, von daher müssen sie nicht weiterkommen. Kommen jetzt auch raus. Nicht möglich. Aber die Supports sind jetzt wieder da, von daher kann der Rest von TT so ein bisschen durchschnaufen und sagen, okay, sie sind nicht neben mir. Okay, also ein Crystal Trilane gegen einen Solo-Silencer. Der Magier wird erstmal nur pullen. Sich die Bounty-Rune da unten holen und dann den Pull machen, wo kann ich ganz rechtzeitig. Tighthunter ist hier gegen den Lich so erstmal noch okay, aber ab Level 3, ab Level 4 wird es dann auch für den kritisch. Aber immerhin bis dahin hat Tighthunter erstmal eine gute Zeit. Zeus gegen die Quop. Jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich Zeus die Bottle gedrückt. Kriegt seine Last jetzt. 9 zu 1, aber Quop halt genauso. Alle einen Deny. Ein bisschen unter dem Tar. Ups, sehr gut. Und Silencer wurde gefangen und ist das First Blood. War da zu weit vorne. Hätte ein bisschen warten müssen. Kam der Pull. Aber wollte seine Lane nicht verlassen. Aber gut, das fängt halt von für die Lions ganz gut an. Die Frage ist halt, wie viel Follow-Up sie haben. Late-Game-Sachen. Weiß nicht, wenn eine Carry Mirana. Das ist eine Sache von TT, dass sie schon relativ gut sind. Aber. Ups, Ogre Magier. Findet da jemanden. Muss jetzt versuchen, hier zu juken. Und Stun kommt. Frage ist auch, ob es reicht. Oh, der Creep blockt den Arrow damit. Sollte der okay sein. Muss allerdings jetzt der Silencer noch aufpassen. Oh, und Burn vom Ogre Magier. Sich down. Aber stirbt tatsächlich noch und nimmt seine Salve. Das ist bitter. Also dementsprechend doch ein 2 zu 1 Trade. Sie haben den Silencer. Der Silencer hat immerhin die Erfahrung bekommen. Aber ist ja trotzdem schon das zweite Mal gestorben. Was nicht so sonderlich optimal ist. Außerdem Tidehunter ist hier unten noch relativ gut. Obwohl Lich Level 3 ist, aber dann dauert halt noch ein bisschen. Haben wir da wirklich bisher noch keinen richtigen Damage gemacht. In Mitte hin für Zeus. Ja. Farmen halt beide Seiten. Die Nice nicht so wirklich was, aber lassen sich auch hauptsächlich erstmal in Ruhe. Bis auf einige Lightning Bolts. Fast Decks kommen. Aber ein bisschen zu früh hier, um Pull zu machen. Silencer selbst noch. Creepy-Effekt. Das ist Easy-Camp-Farmen. Ja, für TT läuft die Top-Lane nicht so toll. Midlane ist komplett even. Und die Bottom-Lane würde ich auch sagen, dass sie tatsächlich für Tidehunter besser funktioniert. Wo man dazu sagen muss, wenn sie aggressiv gehen, sollte will Tidehunter eigentlich seine Lane gewinnen. Naja, vielleicht nicht so optimal. Earth Mage ist da. Arrow. Oh Gott, Arrow. Super geschossen. Sneaky.
Und ein weiterer Kill auf den Silencer, der jetzt 0-3 ist. Das sieht nicht so gut aus. Und ob sie hier im Titan da mitmachen können, aber Timelock Box sind da, aber nicht genug. Lange nicht genug. Daher passiert da erstmal weniger. Ja, Team Tiny müssen da ein bisschen was machen. Jetzt verlieren sie ziemlich schnell die Kontrolle. Und das wollen wir nicht. Was die Mirana hat, ja, relativ viel Farm. Auch dafür, dass... Ne, eigentlich hat sie verdammt wenig Farm dafür. Aber hat halt schon 1-1-3, was sie durchaus einen Vorteil gibt. Vasi ist fertig, also Aquila ist fertig. Weil ich das hier fast sehe. Na gut. Nicht ganz. Und... spielt hier im Limit. Game Boots ablegen und zwar für eine ziemlich lange Zeit. Ja. Gank in der Mitte. Kommt raus. Aber Rotations. Space created und wird auch direkt wieder abgebrochen. Hat seinen Sinn erfüllt. Ist nicht wirklich gekommen. Ich glaube, das war Lich. Nee, das war Ogre-Magier. Na gut. Aber Rotations kommen. Ogre-Magier trifft jetzt hier auf Leute. Ups. Und... das kann es aber nicht verhindern, dass er gestunt wird. Oh, Arrow dann... Arrow trifft beinahe noch das da. Zeus ist da. Oder Zeus war da. Hat sein Ulti geworfen. Könnten ihr eventuell ins Skyrath-Mage bekommen. Skeleton King wahrscheinlich nicht. Aber Mirana ist schon tot. Haben sie was bekommen? Gareth Mage stirbt an dem Curse of the Silent, kann sich nicht in die Creeps hinein. Und im Endeffekt ist ein 2 zu 0 Trade tatsächlich rausgekommen. Für TT, die das tatsächlich sehr bitter gebraucht haben. 4 zu 3 jetzt drauf. Ja, 2-0. Viel Gold für den Silencer, viel XP für den Silencer. Das ist genau das, was er gebraucht. Ja, Void ist jetzt solo, hat jetzt immerhin seine Maske. Aber Titan da bräuchte halt Regen. Da kann er verhindern, dass er zu viel Damage bekommt. Aber er hat jetzt halt schon viel Damage. Und Void hat jetzt durch die Mask of, durch die Mask of Death viel Regen eingebaut. Sodass er da länger auf der Lane bleiben kann. Bruno ist auch operational, von daher der Titan hat eben da nicht mehr so viel machen können. Zeus wird angegangen und oh, das trifft halt relativ böse, aber er überlebt das Ganze. Und schafft es gerade noch so, im Chain Lightning das Ganze zu machen. Ja, den Kill zu bekommen und hätte sein Ulti nicht brauchen können. Aber for good measure, just to be sure, dann doch nochmal benutzt. Nun gut. Nächste Runen spawnen. 4 Minuten. 4 zu 4 nach 8 Minuten. Oh. Pro Minute ein Kill ist doch schon ganz gut. Leider da. Oh nein, es ist ja Void, der im Wald farmt. Immer nur kurz das Easy Campen mit unterm Tower farmt, ist halt nicht so toll. Guckt ihr eventuell, ob er die Quap bekommt? Ja, hat er die Quap? Die Frage ist halt, ob er die Solo angehen will. Aber ja, will er tatsächlich Solo angehen. Die Frage ist, ob er die bekommt und sieht nicht danach aus. Ja. Kommt er nicht, das hat mich überrascht, weil eigentlich wäre das halt relativ klar gewesen, dass er es nicht bekommt. Oben Mirana Sonnengang für Silencer und Lich und jetzt wird aber. Jetzt kommt TT rein und räumen halt ein bisschen auf. Zeus. Der Haste-Drohne. Ist. Ah, tatsächlich, hat er den da hinbekommen. Wunderschön gemacht vom Scareth Mage. Aber ja, hat er Glück gehabt. Ja, somit bleibt es tatsächlich beim 2 zu 2, genau zu sagen. Aber sie haben die Pakete bekommen. Nein. Dire's middle tower is under attack.
Wenn wir den ersten Blick auf die Grafen werfen. Ja, noch weit in Favor auf TT waren. Ja, die Lanes besser benutzt haben und außerdem hatten Lichern. Es geht jetzt ein bisschen hoch zu den Lions. So langsam haben wir ein bisschen die Trades bekommen. Aber ja, das Net Worth ist komplett even. Ist vielleicht mit dem Tower in der Mitte nicht mehr so ganz. Sie ist deffen wollen. Die erste TB kommt von Zeus. Weiß halt, ob da mehr kommt. Aber sieht nicht so aus. Keine Glyphe. Also doch, doch. Glyphe war auf Cooldown, sorry. Und Void stirbt alleine. Ohne Chronosphäre. Ich wollte vielleicht nicht da den Weg hochgehen. Bitte. Und geht auch noch. Somit zwei Kills in kurzer Folge. Einiges an Gold. 655 Gold ins Gareth Mage. Das nimmt er doch gerne mit. Besonders vielleicht sogar der nächste Tower. Aber erstmal. Zeus und Urgamagier sind da und haben da noch was gegen zu sagen. Void hat außerdem eine Chrono. Geht rein. Oh, 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 die sollten ja schnell weg. Aber kommt nicht reingesprungen. Na gut. Oh, Chrono daneben. Das ist bitter. Hätte am Anfang springen müssen oder gar nicht. Auch hier wieder schön zu sehen, Wraith King komplett auf Stats geht. Das ist, dachte ich, meistens ein Carry-Build. Aber, ja, so geht's natürlich auch. Eric Aura braucht man nicht. Damage sowieso nicht. Dementsprechend alles auf Stats. Easy peasy. Void muss jetzt sogar die Engines junglen. Normalerweise eher Fall für den Tidehunter wäre. Aber TT schickt sich an den Tower zu verteidigen. Frage ist halt, wie sieht's mit dem Items aus? Wir haben halt Zeus mit dem Link Dagger. Oh. Mrs. Void ist auf dem Weg zur Mask of Madness, hat sie jetzt auch fertig. Silencer hat sein Midas und wird da zumindest in der nächsten Zeit nicht mehr so angebracht. Und der Rest sind halt Supports. Dann Seite des Supports sind auch relativ wenig, aber Mana Boots. Quop gegen hat schon. Ist auf dem Weg zum BKB. Portraits. Titaner baut das Mech. Hat das auch in. Jetzt? Nein. In reasonable Zeit. Sozusagen. Und die Mirana. Zu guter Letzt 1300 Gold. Double Damage Rune. Aber naja. Nur eine Bottle erstmal. Hinten hier eventuell die Quop, aber werden halt auch gefunden von Rest. Ravage in 2 Sekunden. Global Sinus ist draußen. Und da stirbt schnell mal der Skywrath Mage mit einer Dominating Spree. Ups. Daneben. Er hat dann das hier. Na gut. Also daher. Dann fliegt, aber. Sind 3 sind hier. Jetzt ist die Ravage ready. Nexus sein. Muss aber hier allerdings aufpassen. Oh, Stun fliegt! Und die Nei vom Ogre-Magier. Wunderschön gemacht. Hit Ulti, bounced. Und bounced tatsächlich noch das letzte Mal zurück. Allerdings, Bob holt auch den Kill. Titan dafür 2 Kills, das war nicht so toll. Bob beginnt langsam hier abzugehen. GAB ist unterwegs. 1200 Gold noch. Der Silence ist das nächste Ziel, mal wieder. Midas ist ready, aber er muss sehr, sehr defensiv dahinter zurück sein. Denn er sieht, dass das restliche gegnerische Team zu ihm kommt. Ah, Schoko-Weihnachtsmänner überall. Überall Schoko-Weihnachtsmänner. Schoko-Weihnachtsmänner lenkt mich ab. Aber gut. Aber gut, Füllwörter, MA, gut, okay. Unten muss Mirana aufpassen. Link hinterher. Ja, aber irgendwie macht er keinen Damage. Oh, das ist sowas von bitter. Ich glaube nicht, dass er da nochmal rauskommt. Das, oh, dieser Arrow! Dieser Arrow! Wonderful execute.
Schade, dass er kein Ex-Herz uns hätte. Das heißt, er jetzt hier einen Easy-Kill abstauben. Also nichts möglich. So, er stirbt gegen die Miraner. Es war zugegeben sehr, sehr knapp. Hätte er vielleicht sogar noch mehr reinblicken müssen. Aber nein. Und Tower geht down. Wird wohl getradet, wenn die Lions da nicht reinspringen. Ist ein vorhanden andererseits mit einer Double Damage Rune. Lass doch einfach mal die T2 holen. Der Trade klingt doch schon wesentlich besser. T1 und T2. Ich bin in T1. T1 ist dann nicht mehr tot. Auf jeden Fall hat er Damage. Nein, wird nicht versucht, denn Chrono ist da und das will man nicht. Jetzt kommen die TPs. Frage ist, wohin springt. Gar nicht. Double Silence wunderschön getroffen. Oh, gerade so, okay. Entscheidet sich die Quap. Sinnvolle Entscheidung. Wird aber jetzt vom Starstorm ziemlich doll umgebracht. Aber. Oh, fast. Fast. Sie haben ja noch zum Ancients. So, Lich stirbt. Ulticast trifft einen Creep. Wraith King hat keinen Ulti mehr. Schafft es auch leider nicht mehr zu werfen, sonst wäre Zeus damit mit dem Scareth Mage Ulti down gewesen. Ravage wird benutzt, aber leider vollkommen verschwendet. Das Ulti wird zum Gucken und zum Scouten. Kein Mana mehr. Jetzt muss er halt aufpassen, dass er da nicht komplett downgebürstet wird vom Scareth Mage. Ulticast und Patz! So, räumt noch ab. Killing Spree für den Ogre Magi. Warum nicht? Mana Boots sind alles, was er braucht. Ein bisschen chaotischer Fight. Aber das Hauptproblem tatsächlich von TT ist, dass die Chronos einfach nicht so sitzen, beziehungsweise die Lions ihnen einfach nicht die Chronos geben, die sie haben wollen. Na gut, ja. Birth hat sich dann das verschoben. An der XP ist immer noch TT vorne. Wir haben halt einen Lich und eine Midas mehr. Haben sie die Midas früher gehabt, tatsächlich auf dem Silencer als auf dem Miraner. Oh. Ja, nein. Just no. Ja, blinder Blink darunter ist halt nicht so die gute Idee gewesen. Andererseits, 30 Sekunden nachdem die Rune gespawnt ist, nicht damit rechnen, dass da genau das komplette gegnerische Team herläuft. Bisschen unfortunate. Lions bekommen den Top Tower. Und. Okay. Rushert ein bisschen den Tower, aber. Nichts machbar. Kommen hier sogar in Force und wollen das Ding contesten. Mal schauen, ob sie jetzt hier den Tower weiter pressuren. Aber TTs Ulti sind online, müssen sie auf jeden Fall aufpassen. Ravage in 15 Sekunden. Werden sie wahrscheinlich auf jeden Fall noch abwarten. Bereiten sich hier vor. Oh. Gut. Regen-Rune. Okay, das erklärt es, warum Ben so ein bisschen da rumschreit. So, es bereitet sich ein Teamfight vor. Bin gespannt, wer hier die Überhand bekommt. Beide Teams sehen die anderen. Nein, keine Chrono. Das. Oh, dieses Zeus-Ulti macht einfach so gar keinen Schaden. Das ist richtig krass. Das ist vollkommen nutzlos. Das eigentlich ohne Auren. Überraschend. Beide Teams gehen jetzt ein bisschen drumherum. Zeus-Ulti ist raus, Silence-Ulti ist raus. Aber der Rest, ja, Reincarnation ist halt auch nicht da. Ravage und der und die Sonic Wave ist noch da, von daher. Beide Teams so ein bisschen die Ulti. Chrono wäre noch da, zusammen mit Chainfrost, von daher. Wenn ihr in Lions erstmal kurz zurückgehen. Richtig, in der Meantime, Miraner hat ganz allein den Top Tower gepusht. Wird hier denied, aber hat noch einiges an. Sollte vielleicht sehr schnell denied werden, bevor einer zerstirbt. Das wird wohl eher weniger. EKB benutzt, um den Kill zu haben. Oh, das dauert ja ewig hier. Oh, oh, oh.
Leg dir die Chrono an und einfach einen Kill. Okay, ein bisschen viel mehr gesprungen und oh, beide Star Wars gebacktrackt. Na klar. Da hat aber jemand das Glück. Ping, 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 komm raus, ja. Okay, und sie wollen das tatsächlich contesten hier. Kriegt noch die Denai, aber bezahlt dafür mit seinem Leben. Hatte aber sowieso kein Mana für deinen Wurf. Hätte er das sowieso nicht da weggekommen. Ja. Denken jetzt hier, dass ein Ward ist, tatsächlich, aber war das komplett einfach interpoliert. Schön zu sehen. Wie das so einfach möglich ist, mitgedacht wird und Gegner nicht aus den Augen gelassen wird. 16 zu 14. Der Farm ist auf beiden Seiten sehr, sehr even. Zwar nicht auf Lanes Sicht. Tidehunter und Zeus sind relativ even, waren aber nicht auf derselben Lane. Aber, seht schon, XP ist even. Networth ist natürlich jetzt auf der Seite von Alliance, weil sie mehr Tower haben. Zwar wesentlich mehr Tower, aber dafür ist sie 2, 3, 4, 5 Tower, was 10.000 Gold sind, mehr haben, haben sie halt auch nur 5.000 Networth mehr. Was halt doch ein großer Unterschied ist. Haben TT doch, sind relativ gut dabei, brauchen aber jetzt Tower, um da am Networth wieder runterzukommen. Und ein paar Tower, die nein können. So, Chrono ist in 10 Sekunden wieder ab. Mittlerweile wird er ein bisschen gebettet. Janna hat schon wieder die dritte Double Damage Rune. Scheint sie ja relativ gut zu finden. Das sind 700 Gold. Mal schauen, ob sie da irgendwie auf eine Yasha geht oder Nelström. Oder auf einen Deso. Weil sie so viele am Tower pushen sind. Jetzt wird die Frage, mit was sie denken, dass sie besser Highground pushen können, weil nach dem T1 Tower ist es auf jeden Fall das Ziel für Alliance. Nach Roshan. Und hier erfolgreich defenden. Idee hat die Defense soweit und hat auch genug Anti-Push, dass sie da halt es nicht haben. Aber jetzt, Wraith King wird alleine gefunden. Triple Multicast, bling, 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 bling. Und sehr schnell Reincarnation geburnt. Auch noch mehr. Timelock, 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 Timelock. Genau dann, wenn es nötig war, nämlich kurz vom Star. Ah, Luckbeast Clays hat es auf jeden Fall drauf. Jetzt, ja, jetzt liegt es an TT, den Tower zu holen. Reincarnation ist down, Skeleton King ist down. Können sie jetzt einiges in Damage auf den Tower machen, aber Blink, Ravage und Faces Void in die Luft gejagt. War der Silence nicht da? Das, obwohl doch da was war, hätten sie definitiv bei der Ravage da reagieren müssen. So, Void ist down, ohne Chrono. Uga Magier stirbt auch. Dominating Streak geht an Scareth Mage. Hat hier 800 Gold dafür bekommen. Nette Sache. Und kriegt damit schon fast seinen Rod of Aoi fertig. Maelstrom war die Wahl von Myrana. Ja. Annika musst du jetzt nicht reinfeeden. Defeats are real. Das war ein Positioning, was nicht so ganz optimal sind. Und dafür hat er relativ schnell mit seinem Leben bezahlt, ups. Ja, Alliance haben so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel. Ein bisschen meine ich, ja, alle Tower. Passt. Und bestimmen definitiv, wie das Spiel hier für TT weitergeht. TT farmt ganz gut für sich. Hat auch noch Kontrolle über die Tower und muss jetzt nicht alle Tower aufgeben, wo die Alliance pushen. Aber sind doch auf ihrer Seite der Karte. Können momentan an Pickoffs nicht so wirklich denken. Es sei denn, Alliance overextenden und sie finden halt sowas wie einen Skeleton King, der gerade am Weglaufen ist. Aber kriegt halt erstmal auch keine Pickoffs an sich. Sie haben aber auch keine Möglichkeiten, um Pickoffs zu finden. Hätten halt schon das Global Möglichkeiten. Global Silence. Ja, God's Wrath. Zeus. Aber der. Das Problem ist, dass wir niemanden haben, der so wirklich Killer ist und der jetzt auf die Suche gehen kann nach
nach Gegnern. Aber dafür gibt's der Smoke. Dafür gibt's der Smoke, allen voran Faces Void, der zur Jagd bläst. Dann bin ich mal gespannt, ob da was rauskommt. Drohne. Und ab in den gegnerischen Dschungel. Jetzt wollen sie die am Tower. Oder wollen sie da unten wen? Auf jeden Fall hier unten jetzt die Mirana gefunden, die doch definitiv der wichtigere Kill ist. Hallo! Ups. Da kommst du so Bauernreihe dran, auf einmal stehen vier Leute neben dir. Ja, okay. Da konnte sie jetzt nichts tun und ich glaube, diesmal wird der Tower vielleicht für TT fallen. Oder von TT fallen. Sind so ein bisschen ready dafür, da Goats zu machen. Technik ist genutzt, aber da ist die Frage, ob sie da gauen wollen. Oh, deny, seriously. Damn players, damn plays. Wunderschön gemacht von der Quab. Und hat so ziemlich das genau auseinandergenommen. Das muss sehr, sehr frustrierend sein jetzt hier für TT. Haben einen richtig schönen Pickoff bekommen, haben den Tower gepusht und dann auch noch einen Deny, so ein relativ sneaky one. Hätten sie auch durchaus reingehen können und das unterbrechen können. Also sie hatten gedacht, sie haben den Damage. Sie kriegen das ohnehin. Weit gefehlt. Und ja, also ja, gut, der erste Tower denied, aber dementsprechend nur 1000 Gold dafür. Immerhin, es zieht die Nashville-Kraft ein bisschen runter, aber noch nicht so viel, wie sie hätten wollen. XP ist doch durch den Mirana-Kill anscheinend richtig doll runtergegangen. Ist jetzt wieder even. Aber ja. Networth-Sache ist, Mirana hat immer noch auf 10.000. Nee, Pop auf 9.000. Dicht gefolgt von den restlichen von Tiny Team. Aber erstmal nicht. Titan ist hier sehr, sehr aggressiv. Wollen auf jeden Fall gucken, dass halt auch alle wirklich hier stehen und nicht irgendwie hier welche hier so Leute finden. Entsprechend halt sehr aggressiv rein. Invis Zeus. Der hier das ganze Team stalkt. Durchaus einen Jump in werden, aber Faces Void ist noch nicht bereit. Kommt noch die Ancients. Sollte vielleicht mal so langsam kommen. Jetzt stirbt ohne ihn. Zeus ist auch bald. Na, Krone auf 2 immerhin. Und jetzt Zeus beginnt zu machen und jumpt voll in die Ravage. Bezahlt dafür mit seinem Leben. Ugamagier ist da noch. Silencer läuft nochmal weiter nach vorne. Vielleicht noch einen Kill abzubekommen. Und im Endeffekt leider nichts für ihn. Team Wipe für N-Lions. Mit einem wunderschönen Fight. Zahlen einmal mit dem Skeleton King, der aber der eine Reincarnation hat. Von daher ist diese Zahl wohl nicht so gut. Hat auch keine. Somit ist er einmal gestorben und hat keine Reincarnation benutzt. Also das Ding ist wohl noch ein bisschen buggy. Aber ja, einiges an Gold Change, 6700 XP Change und eine Rex. Das hat auf jeden Fall Team Tiny richtig weit zurückgeworfen. Wenn ich jetzt mal kurz abwarten, bis der Timer da fertig ist und dann schauen wir uns nochmal die Graphen an. Und Rot hier. Die Grief Wave dient. Also gut, was ist daran noch so passiert? Von den Grafen. Wop. Wir haben von 0 auf 10.000 XP. Also irgendwie, ja, dieser eine Fight hier war ein 7.000 wert, haben wir auf dem gesehen. 7.500 XP auf einmal. Oh Gott. Ja, und 7.000 Gold. Mit den Rex und mit dem Tower. Fight. Für N-Lions, die sich jetzt auf einmal auf 12.000 Gold und so. Jetzt ist es halt ein klarer Vorteil für den Lions. Vorher war es halt noch so TT kämpfen dafür, dass es funktioniert, aber hat nicht sein sollen. Chrono war halt auf 2, aber einer davon war wieder der Skeleton King und der andere war der Titan. Beide richtig tanky. Somit hat die Chrono halt, war die halt auf die falschen Leute nehmen. Danach kam die Ravage. Und dann auch Zeus, der im Hintergrund war. Konnte, hatte nicht genug Damage, um ernsthaften Schaden zu machen. Action Team. Tja. Weiter von hinten spielen.
auf jeden Fall Möglichkeiten, Pickoffs zu machen mit der Chrono Zeus. Wäre schon vorhanden. Wenn sie die Mirana gesehen hätten, wäre sie wahrscheinlich schon tot. Aber ist möglichst. Liebes wurde jetzt auch benutzt. Ups. Aber nicht gesehen. Da weiter Creeps vorne und hatte Mirana eine größere Vision als das Dire-Team. Glück für sie, sonst wäre da auf jeden Fall ein Faces Void angesprungen bekommen. M für Death King. Und suddenly wird gegoat. Arrow trifft. War jetzt nicht die größte Entfernung, aber bin geschossen. Auch auf die Entfernung hin. Und es geht in. Global Science ist da, wollen sie aber nicht benutzen. Und außerdem ein Stun mehr. Schön gemacht, einfach weggetipiert. Weggetipiert, nicht weggetipiert. Letztes Void muss weiter Ancients junglen. Bleibt ihm nichts anderes übrig. Schon öfter in diesem Spiel. Allerdings. Ja, Lions wollen wahrscheinlich jetzt Rushen machen. Das ist Void sehr schnell wegspringen. Ist Drohne unten, aber es scheint doch keine Runde zu geben hier. Mal gucken, ob vielleicht doch jemand rauskommt aus der Base. Ich glaube, irgendjemand zum Secret Shop wert. Also erstmal Pickoff machen und dann doch High Ground gehen. Ist der Plan. Aber es soll erstmal nicht sein. Ward hier oben wäre auch gut. Aber die Supports haben erstmal keine Ward. Sind noch im Kurier. Werden demnächst gebracht. So. Soll ich jetzt Rushern warten oder warten sie auf Pickoffs? Tatsächlich sind hier, haben sie hier einen gefunden. Und da kommt. Oh, hat er gerade ernsthaft die. Ja, er hat sie gerade gestellt. Schön, diesmal ist es eine schöne Chrono. Aber er hat den Arrow gefressen und sie haben doch ein paar Kontrolle für ihn. Das kann er nicht backtracken. Das war einiges. Schöne Ravage auf 3. So, es ist draußen. Lich Ulti macht einiges an Damage. Und auf einmal sind 3 Heroes von den Lions auf the Sidelines, weil Zeus im Hintergrund hat immer noch den Damage reinhaut. Und wird zum zweiten Mal sterben. Es ist ein Gem, der auf dem Deck liegt. Ja. 4 zu 2 getradet. Sehr, sehr gut. An der Engstelle gekämpft, wo sie mit dem Lich Ulti doch mehr Chance, mehr Schaden gemacht hatten. Und waren in den Trees. Der Hauptteil des Damage ging halt auch auf den Void hier tatsächlich. War hier ein Clutch Area. Void, Mirana und Quop. Quop hat nach hier geschossen. Mirana hat nach hier geschossen. Damit ist Void instant gepoppt. Aber der ganze andere Kampf ging halt hier weiter. Und somit wurde es dafür gewonnen, sodass Mirana dann halt einfach so... nope! Ich geh mal weg. Gute Entscheidung. Mirana ist die einzige, die überlebt hat. Tatsächlich ist es ein Refresher als First Item. Wait. Ich habe das ja gar nicht gesehen. Wow, woher hat er auf einmal so viel Farm bekommen? Wahrscheinlich hat er Kills gemacht. Ja, Arcanimus Refresher. Also mit. So wie es jetzt bisher läuft, können sie daran wieder zurückkommen. Auf jeden Fall auf einmal möglich. Midlane ist noch nicht so viel. Das ist möglich, wenn sie noch weitere solche Kills und solche Fights bekommen. So Puppy Paws für Alliance. Ne, für TT. Silencer hat. Ah, nein, ich frage jetzt kein Fragezeichen. Doch. Issues. Nun gut, und weiter geht's. Can't touch me, Ward. Vom Farm her, ja, der Kill hat schon einiges runtergeholt hier im Networth und besonders im XP-Grafen. Grafen sehen wieder auf einmal, also dieser Berg sieht halt auf einmal wieder steigbar aus. Aber wenn mal gucken, ob das dann im Endeffekt wirklich so ist. Hex of Queen of Pain.
so wirklich sinnvoll. War auch nicht so wirklich einfach. Lustig ist halt hier. Scaryoth Mage 10-6, Bob 7-3. Auch einige Kills da auf dem Support Scaryoth Mage verteilt. Dafür gibt er aber noch ein ganz gutes Streak. Ich glaube, ich jetzt der Sinister Portion von abgeschnitten hatte. Denn das ging doch auf einmal schnell mit dem Argenem Symbol Fetcher. Blade Shadow aktiviert und ab dafür. Vielleicht ein bisschen früh, aber sie mussten halt irgendwie in den Creepstaff vorbei und wollen sich wahrscheinlich wieder in den Dschungel stellen, bevor sie die Creepstaff sehen. Allerdings werden sie jetzt gesehen. Das war nicht so gut und. Oh, also es schafft es gerade so wegzuspielen. Das war ein bisschen zu früh, das Ulti, aber naja. So schlimm. Haben eigentlich ihr Global Sign jetzt rausbekommen, von daher können sie jetzt in den Vorschein reingehen, so wie sie denken. Ich weiß nicht, ob sie den Refresher schon gescoutet haben. Also jetzt sollten sie das. Und es liegt an TT, dass sie jetzt auf einmal reingehen. Jetzt wissen sie, dass Moonlight Shadow down ist. Außerdem, Zeus hat mal wieder zum dritten Mal eine Invis-Rune in diesem. Frage, ob sie wieder einen gekauft haben. Bisher nicht so aus, nein. Daher kann hier Zeus noch ganz gut scouten. Und jetzt gehen sie in Roshan rein. Allerdings wurde es gesehen. Sind jetzt hier aufpassen. Das Rune hält noch ein bisschen. Dann müssen sie gucken, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Und ja, zu spät. Schöne, oh, was eine Chrono. Genau außerhalb des Liches, schön gemacht. Und dann kriegen sie ja tatsächlich 3 Kills, 4 Kills, bevor irgendwas passiert. Das ist huge. Obermagier muss das Ganze noch ein bisschen kiten, aber schafft es nicht. Und Mirana geht doch noch down. Teamwipe für TT. Hier das Comeback wohl geschafft haben. Ging auch noch Roshan. Zum Glück. Also... Freudenschreien slammt Roshan einfach mal hier in die Ecke, ohne irgendwas zu treffen. So viel zu, es gibt Trigger, wann er das tut. Auch nicht. Aegis liegt am Ground, sollte es vielleicht irgendjemand aufheben. Ja, 15 Sekunden Zeit. Ja. Das ist Faces Void, der es aufhebt. Und baut ein komplettes BKB. Warum nicht? Ja, Grafen. XP haben sie jetzt tatsächlich in Favor. Und Gold. Ja. Fast weit unten. Wenn man bedenkt, dass sie 2 Racks und 4 Tower hinten sind. Sie hat richtig weit tatsächlich jetzt ein Gold vorne. Die Frage ist halt jetzt für den Alliance: Bringt die Racks, die sie da vorne haben, noch irgendwas mehr? Ich kann nämlich einfach pushen jetzt. Daher ist, glaube ich, der Vorteil von den Alliance langsam weg. Das Late Game, wo TT jetzt wesentlich besser sind mit der Chrono, mit dem Zeus Ulti, eventuell bald Arganims, also Zeus Refresher Ulti, ja. Bald. Exakt 1700 Gold. Und mit exakt meine ich halt ungefähr. Hat es nicht geschafft, rechtzeitig zu dodgen. Und wird es auch nicht rechtzeitig schaffen, wegzukommen. War knapp, aber damit hat er nicht gerechnet. Keine Pickoffs. Aber richtig nutzen können jetzt die Lions das Ganze auch wieder nicht. Dieses Void wird langsam fett. Weiß ich nicht, für einen Silencer kommt vielleicht demnächst. Ja, Side of Vice. Für ihn 26. Intelligence gesteelt, 1800 Mana. Ist doch schon was. Schauen. Wollen jetzt hier vielleicht Scaryoth Mage holen? Oh, was ein Forster! Was ein Forster vom Lich! MVP hier! Wenn jetzt gucken. Dom, dom, dom. Ah, der Forster dauert ein bisschen. Hey. Das war der Stream. Und das war das Video. Sorry, technical problems. Müssen wir kurz. So, jetzt könnten sie Hankrim gehen. Ogermagier ist gestorben.
blödes Ding. Ist tatsächlich hier. Einfach der Stream abgekackt. Sobald die Inselverbindung weg ist, hört der Stream auf. Wenn der Stream aufhört, dann stürzt einfach OBS ab. Ist nicht so, dass es halt die Aufnahme weitergehen würde. Nein, das komplette Programm stürzt ab. Was? Naja, es wird ja erst nur professional benutzt und so. Oh Mann. Komisches Ding. Livestream wird gleich wieder weitergehen. Erstmal das Spiel so beendet. Ohne noch auf Cooldown. Bewusst wie. Skeleton King poppt erstmal. Mirana steht aber schon groß drin und macht hier einiges an Damage. Die Aegis wird gepoppt. 100 Shadow an, jetzt müssen sie zurück. Bald ist tatsächlich die Krone wieder ready. Aber sie haben T3 bekommen. Ist schon mal was viel wert. Und auch nicht alles. Auch nicht viel. 3800 Gold auf Void. Ja, mal sein Maelstrom wahrscheinlich gleich zu einem Mjolnir aufbaut wird. Anyway. So, dass... Ah, ne, okay. Also das hatte Optionen hier umgestellt gehabt für besseres Reconnecten. Die Optionen sind dann verloren gegangen, nachdem OBS abgestürzt ist. Ich speichere zwar jedes Mal die Einstellungen, aber nicht. Also, aber nicht. Das ist der Punkt. Not convinced für diesem Programm. Also es ist cool, aber es hat Bugs. Bugs, die Usability machen, Bugs, die zu 100% der Benutzung auftreten. Was halt schon viel für ein Programm spricht. Weil halt nicht mal die Aufnahme beenden kannst, ohne dass es abstürzt. Ist halt so, ja wow, was kann dieses Programm überhaupt? Aber genug des Flames. Weiter im Text. Haben die Grafen, die hoch und runter gehen. Die ersten zwei Teamfights waren von TD gewonnen. Jetzt hat den ersten Teamfights wieder die Alliance gewonnen. Hoch und runter. Und Smoke, scheint was zu passieren. Ich habe so das Gefühl, dass TD gerade vorne ist. Dementsprechend sollten sie auf jeden Fall hier die Fights suchen. Findet man natürlich am besten im gegnerischen Dschungel. Problem im gegnerischen Dschungel ist halt, dass man hauptsächlich einen findet, der farmt. Hex ist hier ready. Finden die Mirana knapp nicht. Und ja. Finden ihr alle? Die Frage ist, Chrono. Ah, Chrono verschwendet. Das war nix. Geht er lieber woanders hin? Chrono ins Nichts, es ist bitter. Finden hier doch noch was. Nächste Silence gemacht. Hex auf Field of Pain. Nächste Hex tatsächlich auch noch. Weil man hat ja genug davon. Batz, batz, batz. Da kommen einige multicastete Flammen drauf. Es steht 1-2 bisher. Beide Supports sind down und der Silence ist down. Hat aber seine Global Silence benutzt und dementsprechend nicht mehr so wichtig. Tidehunter fällt. Allerdings, jetzt wird oben versucht zu pressuren und 5 TP. Das stört Mirana aber relativ wenig. Geht zurück. Also im Endeffekt, sie haben 3 Kills bekommen, haben den Silencer verloren. Aber so richtig was gewonnen haben sie auch nicht. Ein paar Kills bekommen. Aber der T2 steht noch und auch sonst steht noch alles. Aber für den Smoke war das doch schon relativ gut. Es wird late. Mal gucken, ob hier tatsächlich der Kurier gefunden wird. Na, knapp. Beinahe. Aber komm. Oh, er trifft und die Mega-Creeps, die ihn aufhauen. Und er hat seine Mask of Madness angemacht. Oh, das ist übel. Und Mirana holt sich die Dominating Streak. 500 Gold, beziehungsweise mehr. 660 Gold und 2000 XP. Das war einiges. Level 23, diese Mirana. Guck mal die Levels an. Ja. 4 Level über dem nächsten. Und ja, Force Steps sind gerade ziemlich wichtig. Licht, den jetzt schon den zweiten von der Mystic Flare gerettet hat. Nächste Game, was nach Hause gebracht wird, wahrscheinlich. Eigentlich. Okay, das erste ist im Kurier.
ein paar Gems. Was halt irgendwie überraschend ist, weil ich dachte eher, dass TT die Gems brauchen. Aber. Ah, Damage ist kommen. Der Magier wird relativ viel, nein, nicht gebürstet, aber kriegt konsistenten Damage. Jetzt scheint es wohl ein Re-Engage zu geben. Oh, schönes Zeus, Ulti. Schöner Bounce, der auch direkt nichts tatsächlich tut. Bounce immer noch weiter, aber immerhin sorgt es für einen klaren Disengage. Und Zeus, das Zeus Ulti eben genau im richtigen Moment, hat er genug Mana oder hat den Refresher dafür benutzt, quasi zwei Kills hier zu holen. Aber Medivax ist down. Jetzt ist Wolf versucht hier noch zu finden. Gareth Mage kann das Ganze ausjuken. Bald. Faces Vault findet nichts. Aga ist fertig. Oh. Schön. Findet zufällig hier einen Roshan. Warum nicht? Und dürfte den soloen können. Hat auch keiner gesehen, so wie ich das sehe. Nein. Keiner gesehen. Wenn jetzt der Silencer noch reinläuft, dann sieht man das vielleicht. Okay. Aber keiner da, der ist. Keiner in der Umgebung dafür. Ja, schöner Trade hier. Schön auch wieder runtergehalten. Allerdings die Mini-Rex jetzt auch down. Es wird langsam eng. Mit TT. Verlieren halt immer mehr. Immer mehr Lanes of Rex. Allerdings, ja, nee. Prinzipiell ist es doch ein Problem für Faces Void. Dass sie. Okay, Scarlet Mate finden. Ja. Mit dem Arganims. Mit der Arganims Krone kann man das machen. Ja, das Problem ist halt nur, dass Faces Void der einzige ist, der wirklich Mega Creeps clearen kann. Von daher würde ich sagen, wird das Spiel auf jeden Fall vorbei sein, wenn Mega Creeps ins Spiel kommen. Und das, der nächste Fight sollte dann auf jeden Fall gewonnen werden für TT. Das ist die Frage, sie kriegen keine Lanes raus, damit können sie eigentlich nichts tun. Können jemanden pressuren. Silencer haut einen guten Damage raus. Aber. Man hat Base Damage für ihn. Plus Glaives mit 84% für die Challenges. Das ist knapp 150 Damage. Das ist schon ein guter Damage. Das Problem ist halt. Ja, sie kriegen nicht so wirklich die Fights, die sie bekommen. Split Push ist real. Queen of Pain ist auch hier oben wieder. Irana könnte Probleme mit sie bekommen. Frage ist halt, ob sie rechtzeitig dahin kommen können. Und die DB ist genial. Oh, mitten im Leap. Hätte er beinahe, hat sie beinahe sogar geschafft, wegzuleapen. Aber wird hier down bekommen. Kriegen den Mirana, aber müssen halt jetzt wieder nach oben, denn die Queen of Pain pusht hier wieder die obere Lane rein. Kommen nicht wirklich aus der Base raus, das machen die Alliance schon richtig gut. Also wenn sie retten, dann retten sie richtig. Jetzt ist noch kein Full-on-Red, aber sie halten sie auf jeden Fall in der Base drin. Lanzer trifft hier auf ein paar Helden und ist sich doch sehr, sehr sicher, dass er da also vorn habt. 1300 Gold und Brown Boots. Sie. Glaube ich, werden demnächst zu BOTs upgegradet. Aber erstmal muss das Buyback da sein. Der ist auch noch nicht ganz gesixlottet danach. Aegis ist immer noch da. Hält auch noch 2-3,5 Minuten. Das kann sich noch ein bisschen ziehen. Nächster Smoke. Ein paar Smokes sind noch im Spiel. Beide Teams fühlen sich, glaube ich, so langsam, dass sie was tun müssen. Ist im Ultra-Late, im Ultra-Ultra-Late-Game. Glaube ich, wenn die Alliance die Nase vorne haben. Einfach. Gerade noch so. Bob gefunden. Schön reingejumpt. Also ja. Ultra-Late-Game, wenn die Alliance die Nase vorne haben, einfach weil sie einen Wraith King haben. Der dann. Naja. Irgendwie 3-4 Leben hat. Das Problem ist, dieser Wraith King hat nichts nach 48 Minuten. 2-7-14 sind nicht die schlechtesten Stats, aber 34 Last Hits. Wir haben ihnen ja wirklich gar keinen Space gegeben. Und daher, entweder müssen sie den jetzt halt farmen.
Oder müssen halt jetzt langsam das Spiel beenden. Die 2 geht jetzt, glaube ich, an die Alliance. Aber Titaner sorgt halt auch schon dafür, dass sie demnächst wieder zurück müssen. Also nicht viel mehr aus diesem Kill passiert. Oh, schön mit der Haste-Rune. Und der Global Silence, glaube ich, hat ihm gerade das Leben gerettet. Allerdings... Nein, es reicht nicht ganz. Mirana lebt ihm halt einfach hinterher und macht genug Damage. So ist es raus. Und ja, Leute müssen zurück. Haben alles, finden nichts. T2 und zurück. Das ist halt relativ wenig. Denn T2 ist, könnte halt dafür sorgen, dass wenn sie jetzt mal wieder ein Teamwipe bekommen, wenn wir durch die Mitte rein können. Allerdings... Erste Territorium 50 Minuten. Ja, 280, 240. Das ist halt erstaunlicherweise halt noch nichts. Wie für 50 Minuten. Aber wir haben auch keinen dedizierten Farmer da hinten. Dabei, der so halt wirklich die Wave clearen kann. Das halt schon irgendwie seit 5 Minuten tut. Entsprechend ohne Naga, ohne Terrorblade, ohne... Keine Ahnung, Eternal Envy Razor, ohne solche Dinge. Werden da halt auch noch nicht so wirklich die großen Dinge erreicht. Allerdings, ja, ist halt immer so die Sache, wenn du bedenkst, dass doppelt so viel Zeit die Leute halt schon eigentlich schon 1000 Last Hits haben. Also natürlich skaliert das relativ weit vorne, aber ich glaube, 30 Minuten spawnen gar nicht so viele Creeps, dass es noch geht. Keine Ahnung, alle 30 Minuten spawnen, 30 Sekunden spawnen eine Creep Wave, dementsprechend 50 mal 2 sind 100 Creep Waves, die spawnen. 100 mal 4 sind 400 Creeps, die überhaupt noch spawnen. Echt? Sehr, sehr wenig zu werden. Ja, okay. Der Dschungel existiert dafür noch. Aber es sind... Ach Quatsch, 400 mal 3 natürlich. okay. Wusst wann. Und weiter deffen, weiter deffen, weiter deffen. Gespannt, wann der nächste Smoke der ready ist. Einer ist... Okay. Wer meint? Smoke wird gekauft, denn bisher haben sie bei jedem Smoke mindestens einen Pickoff bekommen. Und, ja. Das ist halt das, was sie brauchen, um wieder aus der Base rauszukommen. Das treffen sie sogar in ihrem eigenen Dschungel. Immerhin im Mirana. Gerade so dann Gewürze bekommen. Immerhin. 100 Sekunden. Weg. Level 25 Mirana. Ah, hab den Fight Recap verpasst. Können aber auch nur clearen. Bottom Lane pusht rein. Zeus darf das ganze Ding alleine deffen. Der dritte Gambit für dieses Spiel wird gekauft. Wieder auf der Seite von Alliance. Also eigentlich das, ja, was sie haben. Oh, schöner. Das sorgt wohl relativ. Schnellen Tod von Titanter mit dem Hex. Und dem sicken Damage vom Faceless Void. Mjolnir. Der zweite Kill jetzt schon. Vielleicht können sie jetzt hier die Mitte-Lane ein bisschen rauspushen. Allerdings, Buyback ist von allen vorhanden. Buyback-Status komplett vorhanden. Current Gold. Ist doch relativ hoch, weil eben auch Buyback behandeln werden muss. Okay, Quop muss ich jetzt vielleicht aufpassen. Oh, wollte gerade das machen. Und... Oh, und basht einfach los. Are you? Ja, das ist ultra der Luckgott. First hit bash, easy. Easy, genau, easy, easy, klar, easy. 25%. Und der Hex dauert exakt 3,5 Sekunden. TP dauert 2,4 oder so. Daher muss es wirklich Millisekunden gewesen sein.
Silence hat seinen BKB, das heißt BOT ist ein Buyback und er ist 6-slotted. Es ist Void, hat so langsam einen 6-Slot. Also hat noch einen Slot entfernt vom 6-slotted sein. Ogre Magier hat das Gem. Lich hat einen 4-Staff und das Mecha. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen für seinen Agar brauchen. Und Zeus wird auch demnächst in das nächste Hex bauen. Mirana sammelt sich erstmal für den nächsten Smoke. Mirana ist mit dem Butterfly und dem Hand of Midas dann gesixslottet. Tidehunter hat den Refresher, ja. Wraith King hat wiederum nichts, baut offen. Und demnächst irgendwann mal auf seinem BKB. Derweil stirbt halt Roshan, ja. Ist wichtig, aber dadurch, dass halt die Alliance in der Base waren, war das kein Grund hinzugucken. Wird eh nicht contestet. Scale of Mage hat noch einen Oils gekauft. Und zu guter Letzt die Quap. Braucht auch noch ein bisschen zum Six-Slot sein. Naja, farmweise sind hier die Alliance, die Tiny Team besser dran. Und ja, es scheint so, als wollen sie jetzt das ganze Ding forcen. Sie haben noch ein bisschen Zeit, bis es die Top-Lane, Bottom-Lane reinpusht. Die wird die Rex holen. Allerdings sind die sowieso schon weg. Von daher wird das jetzt hier wahrscheinlich besser getradet werden. Wenn jetzt einfach hier gucken, es könnte sogar ein Base Race werden. Auch hier oben auf dem Weg dahin. Glyphe benutzt. Glyphe ist auch auf deiner Seite noch vorhanden. Die Frage ist tatsächlich, wer hier mehr Damage hat. Wenn hier auf jeden Fall traden. Die Frage ist, ob sie jetzt Masterpiece machen nach der Glyphe oder ob sie jetzt. Okay. Go Throne, Base Race. Go Throne. Okay, das wird interessant. Wenn jetzt hier die ersten TPs zurückkommen, Skeleton King TP't rein. Sonic Wave ist draußen, aber Chrono sorgt dafür, dass auch die Pop schnell down ist. Alle TP'en zurück. Die Frage ist, Double Ravage. Jetzt wird es so langsam schwierig. Erster Silence ist draußen. Refresher ist auch schon benutzt. Letzter Silence ist draußen. Titan, das stirbt. Silencer stirbt. Buybacks. Triple Buyback auf der Seite von TT. Einfacher Buyback vom Tidehunter, der jetzt geholt wird. Aces Ward hat die Aegis getriggert, hat in 2 Sekunden den nächsten Clip, aber ist gesilenced, kommt er raus, könnte springen, aber schafft es nicht mehr ganz. Buyback von Mirana. 96 Sekunden auf Cooldown. Wir haben einen Buyback, aber nicht auf Zeus. Der Silencer hat gebuybackt. Darf jetzt nicht sterben. Hat kein TP. Das ist bitter. Versucht das ganze Ding hier zu turnen gegen 2. Last Word schafft er, aber kommt raus und wird hier wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlt. Schafft noch nicht die Quap zu töten. 22 Leben, die auch gebuybackt hat. Das wäre ein Dieback von der Quap auch gewesen. Nur ein Dieback jetzt hier vom Silencer. Und das ist ein Fight Recap, der sich nicht wirklich ausführt. Puh, TT. 20.000 XP auf einmal vorne. Und 10.000 Gold. Aber haben den Fight hier verloren, hatten mehr. Buybacks kamen halt nun mal auf der Seite von den Alliance früher raus. Alle Buybacks auf Cooler. Naja, Zeus hat braucht Geld für Buybacks. Der Rest, zusammen mit Scareth Mage und Skeleton King, haben die auf Buybacks. Aber sie haben die Mini-Rex bekommen und haben oben noch komplette Rex. Allerdings unten die Range-Rex verloren. Letzte Rex steht noch. Und mal schauen, wie weit sich jetzt hier die Alliance darauf entleeren werden. Sollten sie allerdings nicht übertreiben, denn Buybacks sind alle auf Cooldown. Und das können sie halt easy turnen. Chrono ist ready. Oh nein! Die Chrono daneben. Tidehunter geht dafür trotzdem noch down, wenn er nicht endlich mal einen Timelock bekommt. So viel zu Luck God. Aber Faces Void wird jetzt hier gefokust. Hat auch die Mystic Flare und kriegt es noch gerade so hin, seinen Cheese zu fressen. Richtig knapp. Er ist in Cheese und Zeus Ulti ist da. Würden es machen, aber erste Rex down. Werden jetzt hier wahrscheinlich gefokust. Mirana läuft weg, wollen doch nicht komplett sterben. Bob kommt wohl weg. Und eine ist noch da. Heute ist noch hier, vielleicht wollen sie das turnen. Wir haben einfach noch so viele Creeps, die jetzt halt weg sind. Range Rex auf 97 HP. Und Queen of Pain geht da einfach rein. Bezahlt dafür fast mit ihrem Leben. Nein, nein. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Bitter, bitter, bitter. Ich glaube, Silence wäre jetzt ready, aber reicht nicht ganz, mit den Damage zu machen. Mega Creeps für Alliance und das wird richtig schwierig. Drohnen ist auf halbe XP nur noch. Ich glaube, so nochmal so ein Base Race wird das nicht ganz machen. BOTs von angekauft.
Wir schauen den BOTs bei Status. Eine BOTs, zwei BOTs. Und komplett Dire hat BOTs bis auf den Void. Und der Void musste die BOTs auch nur ablegen, um den Cheese zu holen. BOTs auf allen. Allerdings auch keine Glyphe für beide Teams. Daher werden sie jetzt hier versuchen, komplett durchzugehen. Void wird es hier deffen und sobald es ready ist, mit den BOTs reingehen. All in für TT und N-Lines. Boy, was ist das für ein All-In. N-Lines versuchen verzweifelt noch die Sidelanes rauszupushen, bevor sie zurück müssen. Noch ungefähr 10-15 Sekunden. Das Problem ist, wenn sie einmal in der Base sind, sind sie nicht mehr einmal in der Base. Dieses Void könnte hier unten ein Problem sein. Ich habe das Gefühl, dass die Quop sein TP abbrechen will und dann reingehen will. Aber so, sind jetzt drin. Quop schafft es nicht rechtzeitig raus zu TP'en. Und, aber sie sind jetzt auch in der gegnerischen Base. Base Race ist da. Was haben wir hier? 2000 Leben. Evasion wird erstmal down gehen. Der erste Tower muss noch fallen. Und Lebest ist da. Und 200 Leben. 44 Leben. Und der Thron fällt. Haben sie sich rechtzeitig geschafft. Wenn der Tower nicht da gestiegen wäre, wäre das vielleicht geworden. Aber es hat einfach nicht gereicht. Haben auch schon richtig schön gewartet. Die Quop hat gewartet, bis er wegtipiert, um dann reinzugehen. Kalkuliert und zurecht. Was ein Sieg der Northern Lions gegen Tiny Team hier. Und das war es. Viertel-Halbfinale, bla. Halbfinale. Halbfinale? Das Halbfinale war das. Zwischen TT und N-Lions. Puh. Pause und es geht ins Finale. Es kann nicht mehr besser werden. Nein. Ich bin gespannt, wie das Finale noch toppen wird. N-Lions gegen Chili Willy. Stay tuned. Ich weiß, es ist so ein Dota.